gesehen, wir wollen einmal an Bord Ihrer... Was ist das? Staff-Fahrer? Kenne ich nicht. Wir schauen uns das mal an. Hallo, ich bin Herr Gux. Es geht los. Also, ganz ehrlich, mir fehlen ein paar Sachen in Verse. Und zwar so richtig. Ich weiß nicht genau, warum die nicht da sind und warum CIG sich da überhaupt nicht drum kümmert, aber es gibt ein paar Sachen, die einfach für uns alle, die wir sehr viel im Verse rumhängen, das ganze Spiel einfach noch geiler machen würden. Und ich rede jetzt nicht von so Dingen, wo dann die Leute sofort kommen und sagen, hey, ey, du brauchst mal iCache, wir brauchen iCache, wir brauchen Servermaschinen, wir brauchen Sachen. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ich glaube, wir hätten schon im Vorfeld, und zwar als die Schiffe die Möglichkeiten bekommen haben, ihre Existenz zu benutzen, also ihren Zweck zu erfüllen, hätten wir schon Dinge haben können. In ganz leichter, abgespeckter Form, wo man schon ein wenig Gameplay raus extrapolieren könnte, wo man sehen könnte, wie verhält sich die Community? Was macht die Community damit? Also ein konkretes Beispiel. Die Starfarer, sowohl die normale als auch die Militärvariante, die Gemini. Die Starfarer ist ein Tankschiff. Sie soll mit ihren großen Pötten, die aktuell drunter kleben, flüssigen Treibstoff transportieren. Hydrogen, Quantanium, wer weiß, ob es flüssig ist, müsste ich in der Lore nachsehen, ich weiß es nicht. Und das kann sie nicht. Das Schiff gibt es schon sehr lange und zugegeben, es ist keine Schönheit, aber es ist ein funktionales Schiff, was sich verhält wie ein großer Klotz, in dem man mit mehreren Leuten Spaß haben könnte. Starfarer. Was spricht dagegen, eine einfache Mechanik zu bauen, dass wenn man mit der Starfarer landet, zum Beispiel auf einem Mond, an einer Mining-Station, einer von den vielen, dass es da eine Konsole gibt, wo man sagen kann, okay, ich habe hier 30 Tonnen Sprit dabei, für die ankommenden und abfliegenden Raumschiffe, die sich hier betanken wollen und so weiter, würde ich dir gerne verkaufen. Liebe Station, liebe Mond, liebes HDMS Anderson oder liebes Betstech. Und dann gäbe es meinetwegen draußen an den Lagrange-Punkten, an den Reststops, vielleicht auch nur an den L1-Punkten, die wir jetzt haben mit den Gaswolken, gäbe es die gleiche Methode rückwärts. Ich fliege mit meiner Starfarer dahin, lande, pumpe das Gas um. Das dauert ein bisschen, bis die Tanks voll sind. Man sieht davon nichts, das ist alles nur virtuell über Zahlen geregelt. Es muss auch kein Schlauch verlegt werden und man muss auch niemanden dazu zwingen, irgendwelche Karren rumzufahren oder die großen Pötte abzunehmen, um die irgendwie zu betanken. Nein, es ist alles ganz über Zahlen und Dauer geregelt fertig. Eine Kleinigkeit. Und dann hebt man ab und fliegt mit seiner vollen Ladung entweder irgendwo hin, wo man die Sachen selbst kauft, verkauft, oder als Mission. Ja? Hol auf PO 20 Tonnen flüssigen Stickstoff ab und bringen ihn nach wo auch immer. Und schon haben wir einen ganzen Loop, der ganz viele Starfarer-Piloten beschäftigt. Und alles drumherum. Piraten, Mercenaries. Und da geht's wieder los. Wieder einen Schritt mehr, ja? Wir hätten dann nicht nur Mining und Bounty Hunting. Nein, wir hätten Tanken. Das gleiche gilt für Data Running. Data Running könnte genauso gut mit der Herald oder jetzt mit der Starfarer ausgeführt werden. Ja? Data Running. Ich fliege mit meiner Herald, die es auch schon sehr lange gibt, zu einem Punkt. Ich bekomme eine Mission, eine geheime Mission und muss zu einem Asteroiden fliegen. Dort wartet ein anderes Schiff. Das haben wir, sowas haben wir schon, dass die Methode existiert. Diese Mission gibt es, dass da jemand ist und wartet darauf, dass du ankommst in einer gewissen Zeit. Gib dir die Daten. Du musst dich an das Schiff ranstellen. Die Daten werden übermittelt und dann hast du 2,5 Minuten Zeit, um nach XY zu kommen. Oder 5 Minuten Zeit, um nach und so weiter zu kommen und die Sachen dazu verkaufen. Und da könnte man sich noch
Dinge ausdenken, die es einem erschweren. Zum Beispiel müsste man dann in eine Station an einen Terminal, um die Sachen da abzugeben. Oder man wird auf Gegenwehr stoßen. Egal was man macht, man könnte hier mit zwei ganz simplen Missionen, mit zwei Funktionen, die nicht viel Aufwand bedeuten, so wie ich mir das vorstelle, könnte man deutlich mehr Funktionen ins Spiel bringen. Die Händler fliegen ja auch keine echten Kisten durch die Gegend, sondern nur virtuelle. Ich frage mich, wo bleibt der Spielinhalt für die Schiffe, die bereits existieren? Ich will gar nicht von der Reclaimer sprechen. Wo bleibt der Spielinhalt für die Schiffe und Sachen, die bereits existieren? Und warum wird so wenig Augenmerk auf diese Spielmechaniken gelegt, selbst wenn sie nicht perfekt sind, selbst wenn sie einen ersten Wurf darstellen? Mir wird immer mehr und mehr bewusst, nach so viel Zeit, die vergangen ist, dass wir das schon vor 3 Jahren haben hätten können. Wir hätten so viel mehr an Lebendigkeit, so viel mehr an Möglichkeit, dass sich sicherlich die Community darüber sehr gefreut hätte und neue Eingaben gemacht hätte und neue Informationen und neue Kommunikation und sich dadurch neue Dinge ergeben hätten. Viel schlechte Laune und viel seltsame Diskussionen wären uns sicherlich erspart geblieben. Gut, wir hätten natürlich immer noch viele Diskussionen. Wie man es macht, macht man es falsch, aber das sind Dinge, da hat CIG definitiv nicht brilliert, sondern hat an falschen Enden Dinge zusammengestrickt, die mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, die nicht hätten sein müssen. Ein Event wie das Xenothreat, möchte ich sagen, oder Theaters of War. Ich bin nicht sicher, ob man das aufrechnen kann, aber der Aufwand, der darin steckt, ein neues Arena Commander Teil zu bauen, das dann im Sand verläuft, oder für das PU eine Funktion herbeizuführen, die erstmal nur provisorisch ist, aber trotzdem leistet, was sie leisten soll, nämlich die Leute ins Spiel kriegen, die Leute an einem Diskurs, an der Kommunikation teilhaben zu lassen. Das wäre für mich weitsichtiger gewesen. Natürlich ist es immer einfach, hinterher darüber zu urteilen, zu sagen, das machen wir und so. Es wurden da Entscheidungen getroffen, das muss man akzeptieren. Okay, CIG, klar. Ich meine, ihr macht ja CIG. Aber ich vermisse und viele vermissen einfach die Funktionalitäten von Schiffen. Wo ist denn die Starfarer? Wo ist denn die Herald? Man sieht sie nicht. Ich weiß, sie liegen da rum in den Hangaren, in den Hangars. Die sind da, die existieren, die wollen geflogen werden, die wollen bemannt werden. Kürzlich bin ich mit der Starfarer geflogen und dachte mir, mein Gott, die ist so kampfstark, die ganz normale Starfarer, die ist so groß, man könnte hier richtig Spaß haben. Aber mit dem Ding kann man sonst nichts anfangen. Schafft doch Möglichkeiten. Das Pareto-Prinzip 80-20, also mit 20% Aufwand, 80% des Bedarfs abzudecken, gilt auch hier. Und dann bekommt ihr Feedback. Dann gibt es den Feedback der Community. Dann gibt es Ideen und Auseinandersetzungen und Verbesserungsvorschläge. Also ich glaube, das vermisse ich am meisten. Inhalt fürs PU. Die Sache, die man nämlich hier sehen muss, ist auch, es wird dann gesagt, ja, es wird immer das gemacht. Es ist eine Alpha, es wird Funktionalität geprüft. Und wenn das funktioniert, gehen die zum nächsten über. Das sehe ich hier nicht so. Ich schaue mir Mining an und bin erstaunt, wie feingliedrig und ausgebaut Mining wird. Immer wieder. Also vom Alpha kann man hier nicht sprechen. Mining ist so weit getrieben worden, es ist so gut geworden, es ist so toll geworden. Die Funktionen, die verbrauchbaren Gegenstände, die Mining-Laser, die verschiedenen Arten, die Energieverwaltung, das hat. Ich finde es sehr erstaunlich. Und stiefmütterlich wird alles andere behandelt. Ich weiß nicht, ob man sich nicht an etwas Neues rantraut
Ob da noch sehr viel in der Schublade liegt, ich kann es natürlich nicht sagen. Ich weiß nur, mir fehlt es. Und zwar nicht seit gestern, sondern seit 3 Jahren. Mir fehlt mehr Sandbox-Content. Wir werden sehen, was passiert. Ich bin hoffnungsvoll und der Gux. Und ich bin raus.